kennt ihr das auch? Ihr blättert eine Zeitschrift durch, seht ein perfekt gestagedes Wohnzimmer und denkt euch, genau so möchte ich auch wohnen. Versucht ähnliche Emotionen auch mit euren Objektfotos hervorzurufen. Moin Leute, Felix Weiß hier von Jürgen Weiß Immobilien. Wie schafft ihr das? Erstmal achtet darauf, dass die Immobilie in einem aufgeräumten Zustand ist. Das heißt, es stehen keine Sachen mehr unnötig rum, die Küche ist sauber etc. Dann guckt, dass die Lichtverhältnisse gut sind. Fotografiert nicht abends oder nachts, sondern am Tag, möglichst an einem sonnigen Tag. Macht einen großen Unterschied. Dann vom Equipment. Achtet darauf, dass eure Kamera, wenn ihr keinen Fotografen einschaltet, ein gutes Weitwinkelobjektiv habt, um einfach den ganzen Raum darstellen zu können. Wenn ihr die Fotos gemacht habt, bearbeitet diese nicht zu sehr. Gerade in Zeiten von Facetune und anderen Tools, die heutzutage gerade in sozialen Medien viel verwendet werden, tut euch den Gefallen und verfälscht die Realität nicht zu sehr. Und dann der letzte Tipp von mir, benutzt nicht allzu viele Objektfotos. Wir arbeiten normalerweise mit 8 bis 12 Fotos, funktioniert wunderbar. Ich hoffe, das hilft euch soweit von den Tipps. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.